Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wir haben mit Thomas Monier eine Spieler-SBC von Borussia Dortmund. Ja, mal wieder. Ist nicht unbedingt verkehrt, wollen ja gerne viele haben. Und ja, der Anlass ist natürlich der Wechsel von PSG zu Dortmund und wir schauen uns den Spieler an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Die kostet euch so aktuell im Schnitt zwischen 42 und 50.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr dann gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten. Gut, ja, schauen wir erstmal uns den Spieler an. So sieht er aus für einen Rechtsverteidiger. Spezialbewegung 4 Sterne. Schwacher Fuß 4 Sterne, das ist absolut in Ordnung, also das ist sehr gut sogar. Arbeitsraten hoch, das will man eigentlich auf der Position auch haben. Er ist sehr, sehr groß, ich bin mal gespannt auf seine Dribblingwerte. Die sind ja jetzt schon, ja, betitelt mit 92. Schauen wir uns mal an. Ist natürlich sehr gut linkbar, gerade mit seinem Nationalspielerkollegen, den Witzel. Ja, und da ist sicherlich einiges machbar. Tatsächlich Ausdauer 99, Dribblingwerte, ja, habe ich mir schon fast gedacht, bei einer Größe von 1,91, dass dort die Balance ein bisschen schwächelt. Hat er 60, aber absolut in Ordnung. 77 Beweglichkeit ist sogar ganz gut für die Größe. Das ist ein Allround-Talent tatsächlich. Also selbst die Schusswerte gehen nach vorne. Ich würde eventuell, also bei den Arbeitsraten, da hilft er vielleicht ordentlich mit, noch ein Engine draufpacken und damit, ja, ist er absolut, ist ein Killer. Außenrissschuss bringt auch noch mit. Also why not? Er hat ja mal früher auch als Stürmer gespielt. Von daher, ja, hat er sich die Werte wahrscheinlich auch verdient. Gut, schauen wir uns jetzt mal die SBC an. Denn die sieht wie folgt aus. Wir brauchen einen Bundesligaspieler, wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von nur 81, eine Teamchemie von 60 und natürlich 11 Spieler. Ja, und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 6 Tage Zeit, also nehmt es euch auch, dann spart ihr ein paar Coins und ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Also könnt das Team so 1:1 nachkaufen. Gut, dann legen wir mal los. Let's go. Und damit hätten wir die SBC abgeschlossen. Falls ihr die normale Goldspielerkarte nicht finden solltet, dann greift doch auch auf die internationale, also die blaue Karte. Teilweise manchmal sogar ein bisschen günstiger. Also erstmal nur ein grobes Beispiel geben. Also wenn ihr die Karte nur in Gold nicht finden solltet für den Preis, weil sie gerade gehypt ist, dann schaut euch mal um. Vielleicht gibt es die ja gerade auch in der blauen Version. Ja, gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt die Karte abschließen. Ich werde sie, ja, ich denke mal, noch machen. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten abonniert doch gerne kostenfrei in meinem Kanal. Und man hört sich später. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.